Heute gibt es was ganz Besonderes. Achtung, nicht erschrecken jetzt. Aber wirklich, bleibt ganz ruhig. Gerade die Mädels da draußen, nicht in Ohnmacht fallen. Alles ist gut. Ganz kurz. Mashallah, einfach der Hübsche. Guckt euch das an. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, diese Sprichwörter? Wo kommt das her? Ich zeig's euch kurz. Mashallah, einfach die Hübsche. Genau da kommt das her. Okay, krass. Naja, wieder ein Stück Stauer. Ja. Kannst du mir einmal helfen, das hier hinten dran zu machen? Ich denke nicht. Komm schon. Nein. Ja, gut. Okay, gut, dann halt mal, warte. Ist gut? Ja, das war super. Nice. Top. Thank you. Warum hast du die Kamera in der Hand? Worum geht's in diesem Vlog? Achso, steht ja schon im Titel. Ich wollte sagen, außerdem, ich sage ja, es gibt was Besonderes. Heute wird Alex der Protagonist des Videos sein und ich werde filmen. Julian ist heute nicht da, der macht Urlaub. Richtig, wie immer. Wie meistens. Also Fakt ist, Alex wird heute ein Video drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Video auf Sizzle Brothers von Alex gesehen habt. Da hat er eine Soße gemacht, einen Dip. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Also da hat er einen Knoblauch-Dip gemacht. Das war ein Rezept von seiner, Achtung, Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter. Also Oma im, wenn man einen Stammbaum runtergeht, keine Ahnung, siebter, ihr wisst, was ich meine. Und sie war Griechin. Alex ist noch zu 1,32 Grieche. Fakt ist, das war sehr lecker. Und heute wird Alex uns ein anderes Rezept zeigen. Wie gesagt, das seht ihr auf dem Hauptkanal. Es handelt sich um eine Cocktailsoße. Aber ihr werdet hier gleich, wenn die Cocktailsoße fertig ist, die ist ja noch nicht fertig, die Zutaten sind hier noch. Hier werdet ihr dann gleich sehen, wie er aus dieser Cocktailsoße mit nur einem Schritt ungefähr, also... Es ist ein Schritt. Eins. Mit nur einem Schritt eine Soße macht, die so ähnlich ist wie die vom Big Tasty Bacon. Tatsächlich wahr. So. Gleich geht's los. Alex muss noch mal was anschreiben. Ihr kennt das Spiel. Zumindest wer beide Kanäle guckt, kennt das Spiel. Aber ich vermute, die meisten, die hier gucken, kommen vom Hauptkanal. Meine Theorie. Heftig, oder? Heftig.co. Wo sind die Kreide? Wo sind die Kreide? Da drin. Hier haben wir sie eventuell. Oh, oh Gott, ich habe gerade einen Sneak Peek. Ich hoffe, man hat die geheime Zutaten jetzt gesehen. Hier. Royale Cocktailsoße. Was hat das mit dem Royal auf sich? Und für euch gibt es zusätzlich noch die Big Tasty Soße ja auch noch zu sehen. Das ist ja eigentlich nochmal das krasse Add-on, wenn man so will. Ne? Ich bin sehr gespannt. Bist du sonst soweit fertig, Alex? Ich würde mir noch ein Mikrofon geben. Hier hängt die Kamera, die I'm andere steht ready hier. With you know, everything and you know, warum ich so gut Englisch sprechen kann, das seht ihr übrigens auch im Hauptvideo. Ja. Könnt ihr gerne mal nachschauen. You know, it's like you're my big front picture and mein großes Vorbild. And, ja, übersetzt, das kennen die meisten nicht, deswegen, das kann man nur so gut Englisch sprechen. Alex, pack mal die geheime Zutat bitte weg, dass man die hier gar nicht so sieht. Oh, man konnte es nicht erhaschen. Okay, genug der Späße. Jetzt wird es nämlich ernst. Ich werde mir ein Mikrofon umschnallen, mich verkabeln und dann starten wir rein ins Video. Hier wird noch das Thumbnail gemacht von der Grundbasis sozusagen von unserer Big Tasty Style Soße. Oh, oh, das ist eine gute Idee. Naja, sonst der Teller war ein bisschen überdimensioniert für zwei kleine. Ja, Hansi hat groß eingekauft Garnelen. Moment, ich dachte, der Teller ist ein schöner Kontrast, weil die Soße hat fast die gleiche Farbe wie das Brett und wenn ich das jetzt auf den Teller stelle, sieht es cool aus. Deswegen nehmen wir ja den schwarzen Untergrund, weil da haben wir auch einen Kontrast. Weil helle Farben und dunkle Töne, sie bieten einen wunderbaren Kontrast. Where you right have, there you right have. Wo du recht hast, hast du recht. Nee, where you right have. Alter, have you right? Wo du recht hast, hast du recht. Where you right have you right? Hannes, kannst du bitte einmal unser Tafelbild anpassen? Oh ja. Was denn? Geheimnis oder was? Nein! Was machen wir jetzt gleich für eine Soße? Plus Big Tasty. Ja, Big Tasty Style. Ja. Dann mach das, wisch das doch weg. Nee. Warum das denn? Das ist ja die Hauptsoße. Da kommt jetzt hin. Plus. Big
Tasty. Achtung, geht noch weiter. Geheim. Zutat. Achtung, geht noch weiter. Von Alex. So ist doch super, oder? Soße zu fotografieren ist übrigens super undankbar. Hey, aber es sieht ja super. Ajo, der Wind kommt auf. Ich diagnostiziere Regen in T-5 Minuten. Ich diagnostiziere einen absoluten Vollschaden. Absolut was? Vollschaden. Jetzt darf ich hier stehen, filmen und mich voll regnen lassen. Klasse. Glückwunsch. Siehst du, das war mein Geduldsfaden, der ist gerade gerissen. Oh Gott, die Kamera. Das ist die Geheimzutat. Liquid Smoke. Zumindest laut dem hier. Also ich möchte bitte nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es nicht nach Big Tasty schmeckt. Aber du bist da, um es zu verifizieren. Alex, ich habe schon viele Big Tastys gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und ich kenne die Big Tasty Bacon Soße in- und auswendig. Sie hat ziemlich genau diese Farbe, vielleicht so noch einen Tick heller. Und wir haben schon mal eine vereinfachte Form der Big Tasty Bacon Soße gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin gespannt, wie die mit Liquid Smoke schmeckt. Mach mal so ein paar Tropfen nur an. Nur so ein paar. Wie viele? So 3, 4, 5 Tropfen. Haben wir jetzt auch in einen Löffel nicht mehr? Egal, wir nehmen das jetzt. Okay. Eins. Zwei. Vier, fünf. Oh. Ja, mir ist gut. Okay. Das ist halt, man muss bei Liquid Smoke muss man eine Sache wissen. Liquid Smoke ist extrem intensiv. Das heißt, lieber erstmal etwas weniger als zu viel. Wir können gleich immer noch die Menge erhöhen. Ich habe gar keinen Löffel hier, aber das tust du auch, oder nicht? Das sieht er denn. Warte, ich möchte mal zuerst probieren. Warte, bevor du probierst, warte. Das ist ein Keck. Ja. Ehrlich? Ja. Ehrlich. Also ich meine, ich kenne sie ja auch. Aber probier, du hast sie ja eben noch im Kopf ohne Liquid Smoke. 5 Tropfen. Granate, oder? Krass. Hä? Ich finde, man schmeckt jetzt den Alkohol aber weniger, viel weniger raus. Ja, aber man schmeckt jetzt, finde ich, sehr intensiv dieses Big Tasty Aroma. Liquid Smoke ist die Geheimzutat von Big Tasty. Von der Soße. Aber ich finde, warte, ich mach noch mal einen rein, ja? Echt? Oder? Ich fand es schon sehr okay gemacht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch eben eine starke Stelle gehabt. Also, ich meine, ich kenne die Big Tasty Soße auch. Es ist meistens esse ich was anderes, wenn ich bei der Goldenen Möwe bin, aber... Eins. Aber Hannes ist ja unser Experte. Okay, wir haben jetzt nochmal. Weil Hannes, das ist Hannes persönliche Kantine. Nee. Aber früher, jetzt mal ehrlich, früher, als wir noch nicht so viel gegrillt haben, war ich schon häufiger da. Ne? Das kann ich schon so sagen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ja? Genial. Das ist die perfekte. Oh ja. 8 Tropfen. Krass. 8 Tropfen von unserem Hickory Liquid Smoke All Natural Concentrated. Gibt's den bei uns im Shop, Corby, ja, ne? Selbstverständlich. Wo gibt's den? Bei uns im Shop. www.sizzlebrothers-shop.de. Korrekt. Warum machen wir nicht mal einen Big Tasty auf dem Hauptkanal? Wir haben mal vor vielen Jahren einen gemacht, aber ehrlich gesagt sah der lächerlich aus, weil aus dem Big Tasty wurde ein Small Tasty. Der war ungefähr so tief. Der war so groß, der Burger. Ja, okay. Also wir könnten den nochmal richtig machen. Aber wollt ihr das sehen? Wollt ihr nochmal einen richtigen Big Tasty sehen? So einen richtigen Big Tasty? Wenn ihr ihn euch wünscht, machen wir ihn nochmal. Ich würde jetzt aufräumen, Alex. Ja, lass mal aufräumen. Perfekt. Vor allen Dingen, lass mal aufräumen. Schon ist er weggegangen. Das war's mit unserem Special-Vlog. Es war ja so eine Mischung aus Vlog und Rezeptvideo. Übrigens, wer noch nicht weiß, wie diese Basissoße sozusagen geht, von dieser Big Taste Soße, der darf gerne auf dem Hauptkanal mal vorbeischauen. Verlinken wir euch auch. Und Hannes räumt jetzt hier im Hintergrund weiter auf. Ich versuche das Ende möglichst lang zu machen, damit ich mich wieder drücken kann vom Aufräumen. Er versucht hier. Stopp, Ende. Tschüss. Tschüss. Schalt jetzt aus, das Licht. Oh, eine Sache habe ich noch ganz vergessen. Und zwar wollte ich euch noch vorhin... Nee. Hannes, willst du nicht weiter aufräumen? So. Tschüss.